Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Heute spielen wir wieder im Level-Editor und zwar werde ich die letzten drei Level von mir erneut zocken und euch zeigen, was ich mir da besser alles gedacht habe. Neue Mitteilungen, yay. Das dürfte vor allem, was wurde von, keine Ahnung, einem Typen gespielt? Auf jeden Fall, das dürfte vor allem bei, hier, Ghost House with a Twist sehr interessant sein, weil ich mir da nämlich einiges gedacht habe, dass es dort auch tausende Secrets gibt, wo ich mal sehr sicher bin, dass ihr nicht alle gefunden habt von denen, weil es sind echt sehr, sehr viele da versteckt. Aber erstmal fangen wir an mit Can You Survive 2, was so ähnlich ist wie mein erstes Can You Survive, aber eigentlich schon irgendwie komplett anders. Aber das ist die Grundidee, also die, ja, die ganz, ganz grundmäßige Grundidee ist dieselbe, dass man halt in einem Raum überleben muss und da irgendwas anstellen muss. Ich spiele es einfach mal schnell und schau mal, wie weit ich komme. Also hier am Anfang, ich finde schon, der Anfang ist wirklich sehr schwierig, weil man hier noch ohne Power-Up durch muss. Und vor allem die beiden Montys sind echt fies. Ihre Schraubschlüssel werfen. Und auch die, na Gott ey, und auch die Wolkenblöcke, die überall ein bisschen im Weg sind, die sind natürlich auch ziemlich, ah fuck ey, die sind natürlich auch ziemlich fies, weil ich eben bei denen nicht nach unten kann. Also die muss ich ein bisschen umgehen. Ich wollte eben mit Absicht nicht überall Donnerblöcke hinmachen, weil es dann zu einfach wäre. Ich wollte wirklich auch so ein paar Hürden einbauen bei den Wolkenblöcken, eben, dass man da nicht nach unten kann. Jetzt bin ich aber unten. Okay. Also was ihr gerade, ich werde sogar, glaube ich, mal nochmal schnell neu machen. Was ihr gerade bei mir gesehen habt, solltet ihr auch versuchen, hier beim ersten Abschnitt zu machen, wenn ihr das schaffen wollt. Und zwar erstmal versuchen, hier ein paar Blöcke nach unten zu hauen. So zum Beispiel, dann wieder nach oben springen, um der Attacke von den Montys auszuweichen. Und dann wieder nach unten, weil die Donnerblöcke respawnen ja nicht sofort, sondern, ja verdammt, die respawnen ja nicht sofort, sondern erst nach einer kurzen Zeit. Und dementsprechend, wenn man die ersten drei Schichten hier wegmacht, kann man nochmal ganz nach oben und nochmal sich in Sicherheit wiegen. Und dann wieder nach unten durch die Lücken, die eben immer noch da sind, bevor die Donnerblöcke wieder zurückkommen und dann hier noch weiter nach unten und dann kann man es eigentlich auch ganz gut schaffen, hier zum zweiten Raum zu kommen. So, diesmal haben wir ein Herzklopfen. Gerade eben hatten wir die ganz normale Fun-Musik und jetzt haben wir hier schon ein Herzklopfen. Die Kugelwillis, oh Gott ey, die Kugelwillis sind auch ein bisschen fies, vor allem als großer Mario, weil man sich eben da nicht ganz so gut vor denen verstecken kann. Da muss man echt gut aufpassen. Vor allem hier jetzt durchzukommen ist sehr schwierig, weil da muss man jetzt ganz, ganz schnell sein. Am besten auch wieder am besten auch schon vorher wieder eine Lücke schaffen und dann eben da noch rechtzeitig und dann da noch, ich bin aber zu langsam, da noch rechtzeitig durch, dann ist aber sehr schwierig, wie ihr sehen könnt. Also das ist echt nicht ganz so, ach komm schon, Mann, gibt's nicht, das ist echt nicht ganz so einfach. Ich war jetzt mal hier kurz, bis wieder alles sich zurückgesetzt hat, was die Donnerblöcke angeht. Okay, jetzt gehe ich mal wieder nach unten und versuche mal hier mein Glück. So, den auch noch aktivieren, dann wieder nach oben und dann hier die Lücke ausnutzen, die gerade entstanden ist und dann hier nach unten, dann kann man auch hier komplett durch, ohne auch nur einen einzigen, ja genau, ohne auch nur einen einzigen Hit eingesteckt haben zu müssen. Sehr schön. So, dann noch der dritte und letzte Abschnitt mit der Bowser-Bosskampfmusik. Am besten ist es hier, wenn man zuerst ganz nach rechts geht und dann hier so irgendwie im Zickzack läuft, dann kann man nämlich hier schon mal relativ gut den ganzen, jetzt muss ich mich fast einmal treffen, also kann man schon relativ gut hier den ganzen, scheiße, den ganzen Sachen ausweichen. Also hier muss man auch so ein bisschen auswendig lernen, wo man am besten entlang gehen sollte. Nicht auswendig, das ist das falsche Wort, aber man muss so ein bisschen, ah fuck, so ein bisschen herumexperimentieren, was denn am besten ist, also wo man da am besten am Anfang entlang gehen sollte. Ist auch sehr wichtig, dass man hier eine Feuerblume bekommt, denn komplett ohne Treffer da durchzukommen ist nahezu unmöglich. Ich habe es kein einziges Mal geschafft, aber deswegen kriegt man hier eben auch eine Feuerblume, um zweimal getroffen werden zu dürfen und erst beim dritten Mal stirbt man dann. Also wie gesagt, zuerst hier rechts entlang und dann einmal kurz nach links gehen und dann hier so außenrum. Dann hier einmal treffen, das ist okay. Wenn man sich da einmal zwischendrin treffen lässt, ist, ach komm schon, das ist schon ganz okay, weil irgendwann muss man sich da treffen lassen, weil anders geht's halt echt nicht in dem Level. Also hier komplett ohne, oder bei dem Bereich hier, scheiße. Hier komplett ohne Treffer durchzukommen, ist echt fast unmöglich. Und der verdammte Monty trifft mich immer. Ja, okay. Das ist ein bisschen doof. Ich will es auf jeden Fall schon noch irgendwie schaffen. Das ist ja auch ein sehr schweres Level, ist, glaube ich, geworden. Das ist kein brutales, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber auch ein sehr schweres ist natürlich schon, ja, sehr schwer halt, ne? Und das ist das, ach Mann, ey, das ist das Level hier definitiv. Also ich will mich jetzt nicht schon, verdammt mal, wenn ich hier nach unten kommen würde und jetzt noch meinen Pilz hätte, dann hätte ich ziemlich gute Chancen, dass ich schaffe, aber so ist ein bisschen schwierig. Aber jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier weit genug unten, seht ihr? Jetzt habe ich gute Chancen, jetzt habe ich gute Chancen. Oh Gott, Hilfe, aber die Hammer sind jetzt auch im Weg von den Hammerbrüdern. Aber ich bin am Ziel, sehr schön, okay. Puh, und da war übrigens gerade ein One-Up und da oben ist ein weiteres One-Up und ein drittes One-Up kriegt man auch noch, wenn man die Fahnenstange hier ganz oben berührt, was aber sehr einfach ist, um nicht genau zu sein, man muss sogar die Fahnenstange ganz oben berühren. Okay, ja, das war das Level. Gibt eigentlich ansonsten noch nicht mehr so arg viel dazu zu sagen. Ich habe übrigens, das kann ich vielleicht noch erzählen, ich habe hier den letzten Abschnitt sehr weit weggesetzt von
dem zweiten Abschnitt, weil als ich den noch ein bisschen näher dran hatte und als ich die Abstände etwas gleichmäßiger hatte, war es halt so, dass die Flammen vom Bowser hier schon rüberkamen und dann hier beim zweiten Abschnitt schon genervt haben. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte auf jeden Fall, dass der erst beim dritten Abschnitt nervt. Der kann zwar beim Ziel auch noch mit seinen Flammen werfen, ja, aber das ist dann hier eigentlich relativ irrelevant, weil man hier auch so relativ einfach nach unten kommen sollte. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr... hier noch diese ganzen Barrikadendinger eingebaut, dass man eben nicht nach links oder rechts rausgehen kann, die Gegner aber schon da durchballern können. Zum Beispiel bei Piranha-Pflanzen, da musste ich das so machen. Hier rechts ist ja, glaube ich, eine. Da musste ich das so machen. Ich hatte eigentlich am Anfang hier ganz normale Blöcke, die halt im Weg waren, aber das Problem war halt, dass Piranha-Pflanzen nicht durch Blöcke durchschießen können. Durch diese Dinger aber schon, deswegen habe ich halt die eingebaut, damit das da eben dann in der Hinsicht besser passt. Und die Wolken, genau, auf die Wolken habe ich übrigens hier die ganzen Soundeffekte gesetzt. Und Bowser habe ich auch welche gegeben. Auf jeden Fall, ich habe die Wolken übrigens auch symmetrisch angeordnet immer. Also ich habe, den will ich eigentlich gar nicht markieren. Also ich habe immer hier so eine Blockformation genommen und die dann hier überall hin kopiert. Und so sieht das dann eben aus. Also immer nach dieser Formation habe ich dann eben, mach mal die Soundeffekte, das stört mich. Mach mal die Soundeffekte weg. Also immer nach dieser Formation hier habe ich da eben gearbeitet. Also die Anordnung der Wolkenblöcke ist bei jedem Abschnitt gleich, nämlich immer so. Und die einzelnen Dinger hier habe ich halt dann immer kopiert. Also so sieht es dann immer aus. Also immer schön abwechselnd eben die Wolkenblöcke, sodass überall mal einer kommt, man hier immer so ein bisschen mit bei den Wolkenblöcken auch schon immer deswegen dazu gezwungen wird, da ein bisschen hin und her zu gehen. Okay, das war's eigentlich schon mit dem Level. Und als nächstes kommt ein Level, das cooler ist, wie ich finde, als Can You Survive 2. Das ist sogar ziemlich cool, weil es nämlich, es war auch echt mega viel Arbeit, es war ultra viel Arbeit. Also es könnte sogar sein, dass das Level bisher das Level ist mit der meisten Arbeit, die ich hatte an einem Level, weil das war echt übertrieben. Ich musste ganz genau achten, dass alles immer genau auf dem Kopf steht. Es kann sogar sein, dass ich noch irgendwas nicht bedacht habe und dass ich mal irgendwie einmal den Abstand zu gering gemacht habe oder so, bei dem auf dem Kopf drehen, bei dem anderen Bereich, kann sein, keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich habe eigentlich nochmal überprüft und habe nichts mehr gefunden, aber es kann trotzdem sein, dass mir noch da irgendein Fehler passiert ist. Und was natürlich auch immer sein kann, ist, dass man sich irgendwie einbauen kann. Da muss ich auch mega aufpassen, dass man sich nicht einbauen konnte. Also auch echt verdammt fies. So, hier am Anfang merkt man, ich spiele es einfach mal schnell und erkläre dazu. Hier am Anfang merkt man schon, dass da oben was komisch ist. Und hier ist übrigens auch ein unsichtbarer Block über der Tür. Aber man kommt hier trotzdem nicht nach oben und kann da oben nichts machen. Wir können es aber merken, dass da oben etwas ist. Es gibt auch verdammt viele One-Ups, die ich hier versteckt habe. Also echt mega viele. So, an die Tür kommt man nicht mehr zurück, aber über der Tür ist wieder ein versteckter Fragezeichenblock. Komisch, oder? Da oben ist ein Buhu und da sind Stachis und hier komme ich nicht weiter. Deswegen wechseln wir mal kurz, sodass die Stachis nach unten fallen können und wir sie benutzen können. Aber erst gleich, ich will nämlich erstmal in die Tür rein. Denn auf der anderen Seite war ja über der Tür ein Fragezeichenblock, deswegen ist natürlich hier darunter einer. Deswegen können wir da durchgehen und jetzt auf der kopfgestellten Seite hier zum Anfang gehen. Und dann fallen wir hier nach unten und können uns das One-Up holen. Und hier ist eine Ranke drin, mit der man wieder zurück kann. Und es war ja auch bei der Tür hier oben drüber ein unsichtbarer Block, deswegen ist der natürlich auch hier darunter. Und man kann hier wieder zurück. Allein diese Konstruktion hier zum Beispiel schon zu bauen, sodass man hier auf dem kopfgestellten Seite das One-Up kriegen kann, aber auf der anderen Seite dann nicht nach oben kommt, das war schon mega schwierig. Weil ich musste eben darauf achten, dass man hier nach unten fällt und das One-Up bekommt. Ich musste auch darauf achten, dass das One-Up selber nicht nach unten fällt, weil das könnte ja auch passieren, dass es hier irgendwie runterfällt und dann hier im Nichts landet oder auf der anderen Seite, dass das One-Up nach unten fällt und direkt auf einen drauf fällt. Das wollte ich natürlich auch nicht, weil ich wollte eben nur, dass man auf dem Kopf gestellten Seite das One-Up hier kriegen kann. Also allein das hinzukriegen war echt schon nicht so einfach. So, dann will ich mir jetzt einen Stachy nehmen. Ja, das war nix. Ich will mir einen Stachy nehmen, sagte ich. Und man hat jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt mal kurz ein bisschen tricksen, um euch das zu zeigen. Ich verschiebe mal Mario kurz. Wenn man hier jetzt entlang geht, den eigentlichen Weg, den unteren, also der, oder was heißt untere, also der Weg, auf der nicht auf den Kopf gestellten Seite, ist immer der eigentliche Weg. Dann sieht man hier auch eine Konstruktion mit einem One-Up, wo man nicht reinkommt. Das ist völlig unmöglich. Wenn man sich das jetzt aber auf den Kopf gedreht vorstellt, dann kommt man da schon rein, weil man eben durch die Wolkenblöcke dann durchspringen kann. Und das habe ich auch bei jedem einzelnen, oder bei fast jedem, ja doch, bei jedem einzelnen Raum eigentlich so gemacht, dass man belohnt wird, wenn man die schwierigere Seite nimmt. Und das ist immer die Seite, wo es auf dem Kopf steht. Also wenn man auf dem Kopf gedrehten Seite da irgendwie auch durchkommt, dann wird man belohnt mit einem One-Up in diesem... schon. So, jetzt bin ich hier, aber ich will mal kurz, ich will mal ganz kurz durch die Röhre... Ja, jetzt habe ich mir ein bisschen was kaputt gemacht hier. Ich will eigentlich das Level... Ja, sehr schön. Ich will eigentlich das Level so zeigen, wie es gedacht ist. Das ist ein bisschen doof vielleicht, dass ich am Anfang euch keine Power... oder allgemein überhaupt gar keine Power-Ups gegeben habe. Erst im vierten Raum gibt es ein Power-Up. Das ist ein bisschen doof, das stimmt. Ja, vor allem, weil es halt eben auch keine Checkpoints gibt, aber das Problem ist halt, dass ich im vierten Raum mit Power-Ups gespielt habe, nämlich hier mit dem Pilz. Und deswegen wäre da irgendwie was kaputt gegangen, wenn ich schon vorher einen Pilz euch gegeben hätte, deswegen konnte ich das nicht tun. Das ist halt ein bisschen doof, also ich würde mir echt mal wünschen, dass es Checkpoints hier gäbe für Mario Maker, weil das ist echt ein bisschen schade. Auf jeden Fall, wenn man den eigentlichen Weg geht,
Dann kommt man eben, ja, das soll man nicht schaffen. Dann kommt man eben hier durch und kommt zum zweiten Raum. Der ist schon tausendmal komplizierter als der erste. Der ist schon wirklich verdammt kompliziert, würde ich sagen. Ich muss hier auch wieder auf tausende Dinge achten. Hier komme ich nicht durch und ich brauche hier einen Bob-Omb, um hier durchkommen zu können. Da oben sind ein paar Münzen, aber bringt mir auch nichts. Deswegen gehen wir erstmal hier nach oben und weichen natürlich auch dem Feuer aus. Schau mal kurz hier nach oben. Hier ist nämlich ein Bob-Omb, auch wieder mit einer Konstruktion, wo ich hier nicht so wirklich rein kann. Es sind zwar da Wolkenblöcke, aber ich kann ja nicht so hoch springen. Das ist halt ein bisschen das Doofe. Deswegen muss ich mir hier irgendwas anderes holen. So, dann gehen wir jetzt mal durch auf die andere Seite und fallen so weit nach unten, dass wir jetzt erstmal gar nicht mehr überhaupt zurückkommen können. Da müssen wir uns gleich irgendwas einfallen lassen. So, ich gehe erstmal hier nach oben, aber hier ist eigentlich ist ziemlich gar nichts mehr, wenn ich hier nach oben gehe. Aber ich mache es trotzdem mal kurz, um ein bisschen zu erkunden. Hier ist ein Bob-Omb. Warum zum Teufel, was macht der denn da? Ah, der ist noch aus der Testversion, verdammt nochmal. Okay, aber ich dachte, ich hätte das Level geupdatet. Ach, keine Ahnung. Okay, also in der Version für euch werde ich dann den Bob-Omb da auf jeden Fall wegmachen. Das war jetzt sehr, sehr seltsam. Also der Bob-Omb ist da auf jeden Fall nicht da, ne? Das war jetzt komisch. Tut mir leid, da habe ich mal einen Test noch gemacht mit dem Bob-Omb und deswegen war er da, glaube ich, noch da. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, man will eigentlich ja irgendwie den Bob-Omb kriegen, aber hier von der Seite geht es auf gar keinen Fall. Hier kann man den nicht bekommen, weil hier Wolkenblöcke im Weg sind und da eben dieses andere Ding und da kommt man unmöglich rein. Auf der anderen Seite theoretisch schon, aber hier überhaupt gar nicht. Aber glücklicherweise ist ja hier ein Sprungbrett. Und warum ist übrigens dieses Ding da eigentlich da, dass da einfach so am Boden ist? Auch auf solche Kleinigkeiten muss ich achten. Warum dieses Ding da ist, werde ich euch gleich zeigen, nämlich in der anderen Version. Man kann hier nach oben springen und ist dann auch hier oben, wenn man will, aber es bringt einem nicht arg viel. Man muss natürlich nämlich das Sprungbrett mitnehmen. Und man kann auch mit dem Sprungbrett zurück in die Röhre, weil hier nämlich unsichtbare Blöcke sind, die man aktivieren kann. Also ich habe das Ding übrigens jetzt nicht hingestellt, dass ich da hochkomme. Man kommt auch hier so einfach auf die Blöcke drauf und dann eben wieder zurück. Das heißt natürlich, dass auf der anderen Seite auch unsichtbare Blöcke sind, die man hier aktivieren kann. Das muss man zwar nicht, aber sie sind halt auch da. Und auf jeden Fall dieses eine Ding habe ich auf der anderen Seite dahin gepackt, weil ich eben nicht wollte, dass man an dieses Sprungbrett schon einfach so rankommt, ohne das andere zu haben. Deswegen habe ich das hingebaut, weil es eben jetzt völlig unmöglich ist, da irgendwie durchzuspringen und hoch genug kommt man da auch nicht. Deswegen kommt man eben zu dem anderen Sprungbrett noch nicht hin. Man kommt erst jetzt hin, wo man das zweite Sprungbrett hat. Das stelle ich hier hin, gehe hier nach oben und schnapp mir dieses Sprungbrett. Die Frage ist, was habe ich jetzt gewonnen? Jetzt habe ich nochmal ein Sprungbrett, aber ich hatte ja davor auch schon eins. Das ist die Frage, denn das Problem ist, selbst mit dem Sprungbrett komme ich hier noch nicht hoch genug. Und was muss man machen? Das ist jetzt die erste wirklich schwierige Stelle, finde ich, wo man gut nachdenken muss. Denn man braucht beide Sprungbretter. Man muss die nämlich übereinander legen und dann kommt man hier nach oben. Ziemlich cool, oder? Ich finde schon. Dann den Bob-Omb krallen und... Sehr schön. Dann den Bob-Omb krallen, wollte ich sagen. Und da schnell nach unten. So, jetzt kommst du aber her. Hier schnell nach unten. Das für einen frei... Passt noch. Für einen frei machen lassen, genau. Und dann kann man auch hier durch. Sehr schön, oder? Ich finde, das ist schon gar nicht so einfach. Aber es ist schon verwirrend und eine coole Idee und ein cooles Rätsel, finde ich zumindest. Deswegen... Also das Level mag ich auch echt gerne, weil ich da echt auch viel Arbeit reingesteckt habe. So, was ich euch jetzt noch ganz gerne zeigen wollen würde, ich muss hier auch oft abbrechen zwischendrin, weil ich halt viele Sachen auch zeigen will. Man kann es auch schaffen, glaube ich zumindest, ja, ich habe es sogar probiert, man kann es auch schaffen, auf der anderen Seite durchzukommen. Ich kann natürlich, also eigentlich sollte man natürlich hier nach unten, aber hier ist wieder ein One-Up, an das man nicht rankommt, auf der anderen Seite aber schon. Auf der anderen Seite kommt man da auch durch. Es ist sehr, sehr schwierig, aber es geht. Wenn ich nämlich den Bob-Omb hier mitnehme, durch die Röhre gehe, dann wird die Zeit, die er braucht zum Explodieren, wieder resettet, das ist ganz gut. Und da muss ich jetzt, oder? Ah ne, verdammt, okay, ich muss zuerst die Blöcke hier aktiviert haben, ansonsten geht das nicht. Aber wenn ich die Fragezeichenblöcke da aktiviert habe, dann geht es schon. Wie genau, zeige ich euch gleich. Ich schiebe mich mal wieder kurz da rein. So, ich will auf jeden Fall dich mitnehmen. Dann schnell hier durch. Die unsichtbaren Blöcke bleiben aktiviert. So, ich kann hier nach, oh Gott, hier nach oben. Und, ah ne, ich kann da doch nicht rüber. Ich dachte, ah ne, verdammt, ich habe es falsch gemacht. Scheiße. Ich muss ja auf die Feuerräder rauf. Genau, weil von den Feuerrädern aus komme ich dann nämlich, glaube ich, nach rechts. Und schaffe das dann, glaube ich, auch da... darüber, wenn mich nicht alles täuscht. Und was mir übrigens auch gerade auffällt... Ich habe sogar in dem Level irgendwie noch einige Fehler. Ich dachte, ich hätte das alles gespeichert noch, wo ich da nochmal drüber geschaut habe. Aber habe ich offenbar doch nicht. Ich habe nämlich hier noch eine Kanone, die ich eigentlich weghaben wollte. Ja, dann tut mir das leid. Die Kanone musste auf jeden Fall auch weg. Es tut mir schrecklich leid. Also vielleicht habe ich hier sogar noch ein paar Fehler. Also ich habe das Level halt gebaut und habe dann eben noch ein paar Fehler gehabt und dann gespeichert. Und dann habe ich nochmal drüber geschaut, was ich für Fehler gemacht habe. Aber ich habe dann offenbar danach vergessen... Ernsthaft? Ich habe dann offenbar danach vergessen zu speichern. Das tut mir leid. Es wird auf jeden Fall in der Version für euch, die noch hochgeladen wird, wird es dann auf jeden Fall alles passen soweit. Und da wird das dann alles weg sein. Es tut mir, wie gesagt, schrecklich leid. So, auf jeden Fall, was ich eigentlich jetzt schon ewig lang zeigen wollte. Ich will mir den Bob-Omb krallen und will mit dem auf die andere Seite
Die Fragezeichenblöcke sind aktiviert. So, und ich will hier hoch. Und dann hier so rüber. Ah, ne, verdammt, ich hab's wieder falsch. Das gibt's doch nicht. Da bin ich jetzt so doof, ich krieg das einfach nicht mehr hin. Ich meine, es ist auch wirklich verdammt schwierig. Deswegen kriegt man da eben auch ein One-Up, weil es so ultra schwierig ist, da nach oben zu kommen. Aber es geht. Man kann da auf jeden Fall auch oben rumgehen und auf der anderen Seite da weiterkommen zum nächsten Raum. Das geht. Das habe ich getestet. Das klappt auf jeden Fall. Jetzt habe ich den fast zu früh genommen. Das passt noch, glaube ich, ja. Das geht auf jeden Fall. Und jetzt werde ich euch zeigen, wie. Jetzt warte kurz. Jetzt werde ich es aber schaffen. Hür! So nämlich. Genau. Okay, jetzt ist es zerstört. Jetzt nehme ich einfach nochmal das Sprungbrett und kann dann damit noch nach oben. Aber ich schiebe mich mal wieder hoch. So. Dann komme ich hier nach oben und bin hier wieder oben rumgegangen und kriege hier wieder ein One-Up. Cool, oder? Aber wirklich mega schwierig zu kriegen. So, jetzt kommt der nächste Raum. Den werde ich euch auch wieder so zeigen, wie er eigentlich gedacht ist. Nämlich, dass man von der Seite aus anfängt. Ein P-Switch-Raum, der auch ein bisschen komplizierter ist. Man muss auch hier öfter mal hin und her wechseln. So, was haben wir hier alles? Hier rechts geht's weiter, aber da sind viele von den Dingern im Weg. Und da unten ist ein P-Switch, an den ich erstmal nicht drankomme. Nach oben komme ich hier übrigens immer sehr einfach. Aber nach unten wieder zurückzukommen, ist dann relativ schwierig. Aber das sehen wir ja gleich noch. Okay, auf jeden Fall. Hier auch noch nach oben, genau. Da ist auch wieder der Wickler. Der Wickler ist auch fies. So, wenn ich jetzt hier reingehe, das ist jetzt die einzige Stelle, die ein bisschen doof ist vielleicht, weil hier kann man sich jetzt theoretisch einbauen. Denn ich komme jetzt hier nicht mehr raus und ich muss eben den P-Switch aktivieren und diese Blöcke da halt wegmachen. Wenn man jetzt doof ist und man bleibt hier einfach stehen, bis der P-Switch aufhört, dann kann man sich einbauen. Aber ganz ehrlich, wer macht das? So dumm ist doch niemand, oder? Also, da habe ich schon mal damit gerechnet, dass niemand so doof ist irgendwie. So, und bei den Piranha-Pflanzen habe ich übrigens auch Münzen dahinter gesetzt, sodass die sterben, wenn man den P-Switch aktiviert. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was einem mega viel weiterhilft. Man muss das nicht unbedingt tun. Also, es wäre auch gegangen, das Level, wenn ich das nicht gemacht hätte. Aber es ist halt eine Vereinfachung, wo man eben dann hier nicht mehr so einfach sterben kann und dann sehr viel einfacher hier nach unten kommt. So, die Frage ist jetzt aber, was haben sie das eigentlich gebracht? Nicht wirklich viel. Wir sind jetzt wieder auf der anderen Seite, aber wir haben... Wir mussten aber einmal durch die Röhre gehen und wieder zurück, um den Raum wieder zu resetten. Denn jetzt, wo der Raum resettet ist, ist der P-Switch hier nach unten gefallen, weil ich eben hier die Blöcke zu Münzen verwandelt habe und hier nach unten gefallen bin. Dadurch kann ich jetzt diesen P-Switch, den ich gerade in der Hand habe, mitnehmen auf die andere Seite und dort benutzen. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Jetzt muss ich nur kurz warten, bis der Wickler hier vorbeigelaufen ist und dann gerade so durch die Lücke durchpassen. Das schafft man aber auf jeden Fall, hier durchzukommen. Sehr schön. So, hier dasselbe. Pass auf, Mario. Ich will... Geh halt runter jetzt. Warum fliege ich gerade in der Luft? Das sieht echt komisch aus. Schaut mal, jetzt schwebe ich gerade in der Luft. Auch sehr komisch. Naja, egal. Auf jeden Fall. Was hier übrigens alles ist eigentlich ziemlich egal, denn das braucht man nicht wirklich. Es geht eigentlich auf der anderen Seite weiter im Prinzip. Und zwar, man hat jetzt mehrere Möglichkeiten, oder zwei zumindest. Ich kann jetzt den P-Switch aktivieren und kann hier die erste von den Blockdingern wegmachen, die erste Reihe. Aber danach müsste ich wieder zurückgehen, mir nochmal einen P-Switch holen und das dann nochmal aktivieren. Es geht auch schneller, und zwar, wenn ich jetzt nämlich hier nach unten gehe, einfach. Ich muss jetzt nur auf den Wickler aufpassen. Man kann übrigens auch über den Wickler drüber springen mit Anlauf, das geht, glaube ich. Ja, ich habe es aber nicht ganz geschafft, aber es geht, bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch funktioniert. Aber es ist besser, wenn man wartet, bis der hier an der Ecke ist und dann einfach durchgeht. Auf jeden Fall, es ist eigentlich so, dass man hier nach unten geht und dann jetzt zu dem zweiten P-Switch geht. Dann jetzt hier die erste Reihe sich wegnimmt. So, kurz wartet, bis es wieder vorbei ist. Und dann den zweiten P-Switch aktiviert und dann kann man da eben durch. Und hat auch den dritten Raum erfolgreich abgeschlossen und darf weitergehen. So. Und das ist jetzt auch hier wieder sehr kompliziert, was ich jetzt hier alles gebaut habe. Also der Part wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden, weil ich hier sehr viel erklären will zu den Leveln, vor allem zu diesem hier. Weil ich mir eben hier sehr viele Gedanken haben machen müssen. Erstmal, wie schafft man es, bei der anderen Seite nach oben zu kommen? Das geht theoretisch, glaube ich, schon. Glaube ich zumindest. Das hab ich nicht ganz getestet und geschafft, aber ich glaube schon, dass es machbar ist. Denn wenn ich einen P-Switch, zum Beispiel hier, wenn ich den hier hinbringe, also ich habe das halt schon zerstört, ne? Also habe ich halt schon zu Münzen verwandelt. Und ich gehe hier hin und aktiviere den von hier aus. Dann kann ich auf jeden Fall die Münzen hier zum Beispiel einsammeln. Das ist auf jeden Fall machbar, indem ich da einfach mich an den Rand stelle. Dadurch kann man hier die Münzen teilweise einsammeln. Genau. Und wenn ich jetzt nochmal einen P-Switch hätte, was ich jetzt nicht mehr habe, aber ich kann mal kurz durch die Röhre... Ja, obwohl das ist ein bisschen nervig. Warte mal, ich mache es mal ein bisschen anders. Ich werde mal kurz hier einfach einen P-Switch... Ja, warte mal, ich mache mal hier eine Röhre mit einem P-Switch hin. Dass ich immer wieder einen habe und immer wieder darauf zugreifen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde ganz gerne hier ein paar Münzen einsammeln, dann wieder mich nach unten cheaten und auch diese Münzen einsammeln. Dann kurz warten. Moment. Dann will ich diese Münzen hier einsammeln. Dann will ich diese Münze da, ja, nur die linke einsammeln, genau. Und dann kann man jetzt, oder? Ja, obwohl, da kann man eigentlich nicht wirklich nach oben kommen. Ich da, warte mal, kann ich dann genügend Anlauf nehmen?
um da nach oben zu kommen, wenn ich das so hier mache. Ah, ne, hier. Es ist sogar die Barrikade auch im Weg, also da kommt man dann offenbar doch nicht wirklich nach oben. Aber ich habe das Gefühl, dass man es bestimmt trotzdem irgendwie schaffen könnte, hier theoretisch nach oben zu kommen. Ich wollte eigentlich dafür sorgen, dass es nicht wirklich machbar ist, aber ich glaube schon, dass es theoretisch denkbar ist, hier nach oben zu kommen. Weil es gibt ja auch noch sowas wie einen P-Switch-Jump, den man machen kann. Also, dass ich von einem P-Switch in der Luft nochmal abspringe, das geht auf jeden Fall auch. Also deswegen, es ist, glaube ich, schon denkbar, dass man hier irgendwie nach oben kommt. Ich wollte auf jeden Fall auch den Spieler, wenn man das irgendwie schafft, dafür belohnen. Deswegen kriegt man auch hier dann noch ein One-Up, wenn man hier nach unten geht bei dem Bob-Omb und kann dann da sich eben noch ein One-Up holen, wenn man will. Aber es ist eigentlich fast unmöglich, hier nach oben zu kommen. Also auf der Seite. Ich glaube, es kann schon theoretisch irgendwie gehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ultra übertrieben schwierig. Aber es ist theoretisch... Auf jeden Fall, warum sieht eigentlich dieser Durchgangsraum hier so total anders aus als alle anderen? Das hat auch einen bestimmten Grund. Ich will es euch kurz auf der anderen Seite zeigen, bei dem eigentlichen Weg, den man gehen sollte. So. Warum sieht das so anders aus als überall sonst? Denn hier ist es so, also da oben, ich habe das auch wieder so gemacht, dass man hier unmöglich nach oben kommen kann. Man kann zwar diesen Block da zerstören mit dem Bob-Omb, aber man wird das selber auch sterben, wenn man das schaffen würde. Also hier an das One-Up zu kommen, auf der Seite ist auch völlig unmöglich im Prinzip. Auf jeden Fall. Warum habe ich das so gemacht, dass ich hier zwei Türen hingemacht habe und dass man hier den Bob-Omb immer mitnehmen muss, um eben diese Blöcke da zu zerstören? Das habe ich gemacht, weil ich nämlich nicht wollte, dass man in den nächsten und letzten Raum irgendwelche Items mitnehmen kann. Weil hier ist es nämlich so, ich muss immer durch die Türen gehen und hier komme ich auch nicht mehr zurück, hier ist ja zu. Und ich werde eben dazu gezwungen, den Bob-Omb durch die Tür mitzunehmen. Und wenn ich das tue, dann kann ich eben kein anderes Item mehr irgendwie in der Hand halten. Weil bei den anderen Durchgangsräumen ist halt so, dass es einfach nur eben ein Durchgang ist mit dem One-Up da. Und es kann ja sein, dass man sich irgendwie den P-Switch hier mitnehmen kann. Also das kann nicht nur sein, es ist sogar sehr, sehr wahrscheinlich, sehr einfach sogar, sich hier einen P-Switch mitzunehmen. Und dann könnte man einfach hier durchgehen und könnte sich hier das komplett sparen, weil man mit dem P-Switch hier ziemlich viel Scheiße bauen könnte und das den kompletten vierten Raum zerstören könnte. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich eben hier da verhindert, oder ich wollte verhindern, dass man hier keine Items mehr mitnehmen darf. Und das habe ich eben so gemacht, indem ich eben den Bob-Omb hier eingebaut habe, dass man den mitnehmen muss und dadurch eben alle anderen Items, die man gerade dabei hatte, fallen lassen musste und nicht mehr mitnehmen konnte. Und dementsprechend habe ich eben das hier aus diesem Grund eingebaut. Okay. So, dann jetzt zum letzten Abschnitt, zum vierten Raum hier. Der ist auch nochmal ultra kompliziert. Also allein dieser Raum hier könnte ein einziges Level füllen. Also da habe ich auch echt ein bisschen sehr übertrieben. Es war auch mega anstrengend. Also allein für diesen Raum und auch für seine umgekehrte Version habe ich irgendwie 2 Stunden oder so gebraucht. Keine Ahnung. Also das war echt auch ziemlich heftig irgendwie. Auf jeden Fall hier am Anfang bei dem Buhu-Kreis erstmal ein One-Up, ein verstecktes, wenn ihr das holen wollt. Auf der anderen Seite natürlich auch, falls man das schaffen sollte. Da kann man sich sogar dann gleich nochmal eins holen. So, und jetzt geht's los. Ich werde mal kurz das einfach so spielen, wie es gedacht ist. Hier an diesem Pilz kommt man nicht dran, völlig unmöglich, denn wenn ich hier nach oben gehe, dann komme ich hier eh auch nach unten gar nicht mehr zurück. Und hier ist auch der Wolkenblock im Weg, das geht also nicht mehr. Hier ist ein Mancha im Weg, man braucht also offenbar einen Powerblock, um hier durchzukommen, denn Powerblöcke sind ziemlich die einzigen Gegenstände, die Manchas zerstören können. Dann sind hier noch weitere sehr interessante Sachen. Da oben ist nämlich eine Plattform, an die ich aber nicht rankomme, deswegen habe ich hier auch wieder diese Dinger eingebaut, damit man da eben nicht hinkommt. Da unten ist ein Käfer und hier komme ich aber übrigens auch nicht rein, weil hinter den Wolkenblöcken noch solche, ja, so ein Pfeilding ist es halt wieder ist, wo ich nicht nach oben darf. Und hier nach unten rein komme ich auch nicht wirklich und ich kann zwar hier rüber, aber hier ist ein Sprungbrett da oben, wo ich aber auch nicht rankomme. Da unten ist der Powerblock, wo ich aber auch nicht rankomme. Also bisher können wir noch nicht wirklich viel anstellen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal schnell auf die andere Seite und werden mal gucken, ob wir dort irgendwas Tolles finden können. So, wir fallen jetzt direkt auf diese Plattform hier drauf und aktivieren sie und können jetzt mit der ein bisschen mitfahren. Und dort oben war jetzt der Käfer, der jetzt auf der anderen Seite ist, deswegen nach unten fällt und dort eine Ranke aktiviert. Und mit dieser Ranke können wir auch gleich was anstellen. Dort auf der linken Seite ist nichts mehr, also erstmal zumindest, da oben ist der Powerblock und da unten ist das Sprungbrett. An das Sprungbrett kommt man gar nicht hin. Das Sprungbrett soll man nur von der anderen Seite aus bekommen, das sehen wir ja gleich noch. So, hier kann ich dann zum Beispiel außen rumgehen und dann eben mit der Plattform hier mitfahren und dann hier nach oben gehen und mal schauen, wo mich die Ranke hinführen wird. Und zwar hier nach oben zu dem Pilz, wo ich hier jetzt nämlich schon hinkomme. Und dadurch haben wir jetzt schon das erste Power-Up hier bekommen, das neue in diesem Raumkomplex hier, nämlich einen Pilz. Und mit dem Pilz muss man jetzt nicht wechseln, sondern hier nochmal in diesem Raum etwas anstellen. Denn dort oben neben dem Rankenblock ist ja nochmal ein Block, den ich zerstören kann. Das mache ich auch gleich. Und deswegen kann man auch hier reingehen und sich diesen Käferpanzer mitnehmen. Das muss man auch tun. Und das ist jetzt eine der fiesesten Stellen sogar. Da muss ich hier wieder nach oben gehen, wieder zurück.
Panzer auf der anderen Seite die Ranke hier aktivieren. Denn der Käfer da unten kann das ja nicht, weil der einfach nur da am Boden chillt. Und ich komme da auch nicht rein auf der Seite. Aber wenn ich eben den Käferpanzer mitnehme, was ich... Ja, super. Was mir exzellent gelungen ist. Aber ich brauche den Pilz nicht mehr, passt also schon. Wenn ich den hier mitnehme, dann kann ich eben von hier aus auch die Ranke aktivieren. Kann dann hier oben außen rumgehen und kann somit auch von hier aus jetzt diese Plattform aktivieren, was andernfalls nicht möglich wäre. Auch ziemlich cool, oder? So, mit der Plattform, die jetzt mit mir mitfährt, kann ich jetzt hier auf der anderen Seite, weil ich jetzt eben hoch genug bin, komme ich jetzt hier zu dem Sprungbrett hin, wo ich auf der anderen Seite halt nicht hinkomme. Mit dem Sprungbrett wiederum gehe ich zurück wieder zur anderen Seite. Also ihr merkt schon, ich habe mir echt mega viele Gedanken gemacht, das ist echt heftig, wie lange ich hier gebraucht habe für diesen Raum hier, für diese zwei Räume. Auf jeden Fall, ich kann jetzt mit dem Sprungbrett hier nach oben, denn wir können sehen, da oben sind Wolkenblöcke, wo ich wieder durch kann. So, dann kriegen wir jetzt eben hier den Powerblock, den haben wir auf der anderen Seite schon gesehen. Und mit dem Powerblock sind wir jetzt fertig, denn ich muss jetzt einfach nur wieder auf die andere Seite gehen und kann dort den Muncher dann töten, kann er da durchgehen und hab dann das Ziel endlich auch mal erreicht. Hat ja auch lang genug gedauert. Also hier übrigens, die 500 Sekunden sind ja auch problematisch tatsächlich, weil das Level auch ewig lang dauert. Vielleicht werde ich sogar dem Level doch ein Brutal geben, das weiß ich noch gar nicht, was ich dem für einen Schwierigkeitsgrad gebe, aber ich glaube sogar ein Brutal wäre doch irgendwie angemessen, ne? Weil hier das Ende ist schon echt ziemlich hart, finde ich. Also vor allem den Käferpanzer mitzunehmen, dann hier das zu zerstören, ist sehr, sehr schwierig. Also da drauf zu kommen, ist echt nicht einfach, finde ich. Auf jeden Fall, ich habe den Mannschaft zerstört. Kann hier durchgehen. Ich sehe wieder ein One-Up da oben noch irgendwas anderes, weil ich euch da noch zeigen. Und hier ist dann auf jeden Fall das Ziel. Aber ich will noch kurz zeigen, dass es natürlich auch hier wieder geht, auf der anderen Seite, also auf der umgekehrten Seite, da durchzukommen bei dem Mannschaft. Denn wenn ich mich mal wieder hier durchcheate zu dem Powerblock und mir hier den hole, so, und ich auch jetzt mit dem Powerblock am besten da nach oben cheate, weil ich gerade zu faul bin, irgendwas anderes zu machen. So. Dann kann ich natürlich hier nach oben und kann den Powerblock werfen und den Mannschaft zerstören. Und man kann es dann schaffen, hier tatsächlich reinzuspringen, was sehr schwierig ist, aber es geht. Man kann da reinspringen, ja, was mir nicht ganz gelungen ist. Aber das geht auf jeden Fall, das habe ich getestet, das klappt auf jeden Fall. Dann kann ich hier rein. Krieg hier ein weiteres One-Up. Und hier rechts geht es natürlich nicht mehr weiter, weil das ist ja der Unterbereich und hier kann das Ziel gar nicht sein. Deswegen kann man hier wieder nach unten fallen, noch ein paar Münzen mitnehmen und kommt auf der anderen Seite ganz oben wieder raus, fällt nach unten und ist dann eben auch so beim Ziel. Jupp. Puh, also wirklich das Level zu bauen war ultra kompliziert. Ihr habt keine Vorstellungen. Ich habe bestimmt immer noch ein paar Sachen nicht richtig gemacht. Also die paar Sachen da, die ich jetzt fehlerhaft gemacht habe, wie zum Beispiel die Kanone, werde ich noch ausbessern natürlich. Oder den Bob-Omb, ist klar. aber auf jeden Fall, es kann auch trotzdem sein, dass es noch irgendwo eine Stelle gibt, wo man sich theoretisch einbauen könnte. Ich habe eigentlich darauf geachtet, dass es nicht so ist, dass man sich nirgendwo einbauen kann. Aber bei so einem ultra komplexen Level kann das vielleicht trotzdem passieren, ich hoffe es nicht, aber ich meine, ihr seht allein hier, der letzte Raum, der war so kompliziert zu machen und so übertrieben heftig, man muss ja auch tausendmal hin und her wechseln und ich musste halt auch tausende von diesen Dingern hier einbauen, um eben immer aufs Nummer sicher zu gehen, dass man sich da nicht irgendwo durchcheaten konnte und es war so anstrengend hier diesen Raum zu bauen, das war auch mega cool, also ich bin echt stolz auf mich und auch auf das Endergebnis hier. Das Level mag nicht jedem gefallen, weil es ein bisschen sehr schwierig wieder geworden ist, ja, aber ich finde es trotzdem mega cool, was ich hier geschaffen habe, weil das war echt, das war so viel Arbeit, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden habe ich in das Level investiert, keine Ahnung, 6-8 Stunden oder so allein zum Bauen, ich weiß nicht sicher, also wie gesagt, allein 2 Stunden oder so oder 3 sogar waren es an diesem Raum hier, weil der halt echt so übertrieben ist. Ich musste wirklich so arg aufpassen, dass man sich nicht einbauen konnte und dass auch alles klappt, wenn ich das Level auf den Kopf stelle. Es probiert mal echt ein Level zu bauen, wo es auch eine auf den Kopf gestellte Version geben soll, wo man sich nirgendwo einbauen kann und wo trotzdem man alles erreichen kann. Das ist sowas von unendlich schwierig, das glaubt ihr gar nicht. Also, das war echt anstrengend, aber ich bin wie gesagt auch echt froh über das Ergebnis. Dann ist das letzte Level, das wird ein bisschen schneller gehen als das hier, das hat sehr lange gedauert, die Erklärung, aber ich wollte euch halt das auch alles wirklich sehr, sehr ausführlich zeigen. Und zwar ist es der Firebar Sprint, wo ich ja versucht habe, ein Level relativ 1:1 aus NSLU nachzubauen, aus New Super Luigi U eben. Das ist jetzt auch nicht vielleicht für jeden was, ich weiß, für mich auch nicht unbedingt, ich mag es eigentlich auch nicht so gern, wenn ich Level einfach nur 1:1 nachbaue, aber ich wollte es halt einmal machen, wird wahrscheinlich jetzt ansonsten nicht mehr vorkommen, vielleicht noch ein weiteres Mal los, aber ich glaube es eigentlich eher nicht. Ich wollte es halt auch einmal testen und es war übrigens gar nicht so einfach, das Level nachzubauen, ich musste erstmal es schaffen, Feuerräder zu machen, die an 3 Punkten halt ihr Feuerrädchen haben, weil das gibt's ja hier, das kann man ja in Mario Maker nicht einfach so machen. Deswegen musste ich die so anordnen wie hier und eben die beiden oberen etwas länger machen als den unteren, sodass das dann einigermaßen passt. Das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus manchmal, aber ich konnte es leider nicht anders lösen, ist leider so. Auf jeden Fall einen Pilz kriegt man hier am Anfang auch, genauso wie in New Super Luigi U eben.
auch bei den Münzen habe ich darauf geachtet, dass die einigermaßen an denselben Stellen sind wie eben in NSLU. Und dann hier die One-Ups sind immer an den Stellen, wo die Star-Coins waren in Luigi U. Da kann man eben auch drauf achten, wenn man will. Sondern jetzt kommt auch schon gleich die schwierigste Stelle, so ziemlich nämlich hier durch... Ja, das geht noch, hier durchzurennen. Aber jetzt dann gleich durchzurennen, nämlich da, das ist sehr schwierig, weil da die, das andere Feuerrad auch noch ist und man da richtiges Timing braucht. Da muss man auch ein bisschen Glück haben, aber man kann ja auch vorher ein bisschen gucken, dass man da durchkommt, aber dann hier am besten kurz abbremsen, um dann hier besser durchkommen zu können. Jetzt wird es auch sehr schwierig, weil jetzt kommen dann 1 Million Feuerräder auf einmal. Aber das ist in NSLU genauso, also... Oh mein Gott, also da hat man auch mega ultra wenig Platz. Ja, scheiße, genauso wie hier. Und dann auf jeden Fall hier das Ende noch, wenn man hier am Ende noch die letzte Starcoin sich holen will. Oder eben das One-Up, hier braucht man noch einen Pilz. Und dann hier ist eben auch schon das Ziel. Okay. Ich finde eigentlich, dass ich schon das einigermaßen gut nachgebaut habe. Wie es eben auch in New Super Luigi U ist. Nur eine Sache konnte ich leider nicht nachbauen, weil mir das erstens zu kompliziert war. Und zweitens, ich auch gar nicht weiß, ob es überhaupt möglich wäre, selbst wenn ich hier noch mehr Zeit reingesteckt hätte in das Level. Das Level habe ich relativ schnell bauen können. Ich habe mir halt das Level angeguckt, das Original, und habe es dann halt alles nachgebaut. Das hat dann, weiß ich nicht, eine Stunde oder eine halbe Stunde oder sowas vielleicht gedauert, um das hier alles hinzukriegen. Also das ging schon auf jeden Fall. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, in New Super Luigi U, das ist ja das coole, das Level liebe ich übrigens aus New Super Luigi U, das ist mein Lieblingslevel, glaube ich, sogar aus dem Spiel, weil es richtig genial ist einfach nur, weil man dann nämlich einfach nur rennen kann. Man kann einfach komplett durchrennen und wird dann immer, und das Timing wird dann immer passen von den Feuerrädern. Es wird gerade so passen, dass die Feuerräder eben immer nicht im Weg sind und man da immer gerade so irgendwie halt durchrennen kann. Und das konnte ich leider hier nicht nachmachen, weil das Problem ist eben, dass die Feuerräder sich in New Super Luigi U auch unterschiedlich schnell bewegen, und diesen Effekt konnte ich hier nicht nachbilden. Was ich aber schon hätte machen können vielleicht, das ist dann das, wo ich zu faul war, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich hätte ja von einzelnen Feuerrädern die Position von denen verändern können. Also ich hätte den hier halt hier packen können und den da hier hin und den da hier hin. Dann wäre es ja immer noch so ein Dreierfeuerrad, das im Prinzip noch genauso funktioniert wie die anderen. Aber ich habe halt das Timing von denen verändert. Und ich hätte mir jetzt von jedem einzelnen Feuerrad hier in dem Level das Timing angucken können und das derart verändern, dass Mario hier einfach durchrennen kann und das dann funktioniert. Das hätte ich machen können, weil dann hätte es vielleicht funktioniert, dass es genauso ist wie in NSLU, dass man eben einfach durchrennen kann und dann ohne Hit da auch durchkommt, also ohne getroffen zu werden, da auch durchkommt. Da war ich aber zu faul. Und andererseits ist es auch so, dass es aber, glaube ich, gar nicht gehen würde. Weil hier am Ende, also hier bei dem Abschnitt zum Beispiel, da kommen 5 Feuerräder direkt hintereinander. Also 3 oben, 2 unten. Und selbst verändert hätte von den Feuerrädern, also halt den hier so gedreht hätte. Also ja gut, das geht jetzt hier nicht unten. Ich wirklich aber halt den da so und den so und den so. Also immer schon alles gleichmäßig verändert natürlich. Wenn ich das gemacht hätte, selbst dann wäre es, glaube ich, nicht machbar, da durchzukommen. Weil hier einfach viel zu viele Feuerräder auf einmal sind und auch der Platz einfach viel zu gering ist. Weil hier an der Stelle war es eben in NSLU so, dass sich die Feuerräder sehr viel schneller gedreht haben teilweise. Und dadurch haben sie das eben das Timing wieder hinbekommen können. Was aber halt hier nicht der Fall ist, weil ich kann ja die Geschwindigkeit der Feuerräder nicht regulieren. Und deswegen ist es, glaube ich, hier in Mario Maker, wenn ich so ein Level nachbaue, nicht machbar, da in einem Zug durchzurennen. Da muss man öfter mal anhalten, um nicht getroffen zu werden. Das geht, glaube ich, nicht anders. Also es war eine Mischung daraus, dass ich glaube, dass es nicht funktioniert. Es könnte doch funktionieren, ja, aber ich glaube, es klappt nicht. Aber es gehört ja auch dazu, dass ich einfach schlicht zu faul war, das dann irgendwie noch zu verändern, um da irgendwie das passend zu machen. Man muss halt hier öfter mal anhalten zwischendrin, um dann eben wirklich sicher durchkommen zu können. Aber ist eigentlich auch ganz cool geworden, das Level, weil es eben auch echt nicht so einfach geworden ist. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, war es für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird, wieder einmal mit euren Leveln. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!